Guten Morgen. Haustiere. Haustiere halten ist schlecht. Haustiere halten ist nichts Tolles. So, das werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Die Intention ist vielleicht eine andere dahinter. Warum ich das sage, das kann sich wahrscheinlich jeder denken. Aber ich möchte all diejenigen, die vielleicht gerade so überlegen, vielleicht kaufe ich mir ein Haustier. Ein Haustier hat ja so viele tolle Seiten. Mal unabhängig von diesem ganzen veganen Gedöns, mal so ein paar Sachen aufzeigen, die mir gerade so in den letzten Wochen häufiger begegnet sind, warum ich sage, hey Leute, schafft euch keine Haustiere an. Ja, und da geht es vor allem um zum einen die Flucht vor dem eigenen Ich. Es geht um eine gewisse Unflexibilität und es geht um den Energiefluss. Unflexibilität können wir ganz schnell abhaken. Wer ein Haustier hat, der muss sich darum kümmern. Und das bedeutet, er kann da nicht einfach mal eine Woche, 2 Wochen zum Rainbow fahren und er kann nicht einfach irgendwie mal ganz schnell irgendwo hin, ohne sich um das Haustier zu kümmern. Ist natürlich immer eine Frage, was hat man für ein Haustier? Eine Katze ist etwas selbstständiger als zum Beispiel ein Hund und eine Schildkröte ist wahrscheinlich ganz problemlos. Keine Ahnung, auf jeden Fall Unflexibilität. Ihr nehmt euch sehr viel Raum, sehr viel Entfaltungsmöglichkeit, sehr viel Gestaltungsmöglichkeit in eurem Leben. So, wenn ihr ein Haustier habt, empfehle ich euch, wenn das dann gestorben ist, dann lasst es dabei. Ihr tut damit niemandem was Gutes. Ihr tut nicht den Tieren was Gutes, indem ihr sie bei euch aufnehmt. Ich rede jetzt von den gesamten Tieren. Kommt mir schon wieder das Argument. Wenn ich aus dem Tierheim jemanden nehme, dann ist es doch gut. Nein, ist es nicht gut. Es ist für das konkrete Tier in dem Fall gut. Aber der Kreislauf wird weiter angeheizt und es wird immer wieder. Aber dazu habe ich schon ein Video gemacht. Das ist nicht das Vegan-Dings. Das Vegan-Dings, das Video, ich verlinke euch das oben. Jetzt kommt es zu dem. Da diskutiere ich auch in diesem Video nicht darüber, dass Tiere aus dem Tierheim aufzunehmen nichts Gutes ist. Das ist in dem anderen Video. Heute geht es wirklich nur um, ja, um einen selber. Also Unflexibilität, man kann sich nicht komplett frei entfalten. Und eine individuelle freie Entfaltung sorgt meistens dafür, dass man zufriedener wird und dadurch sehr viel Gutes in der Welt bewirken kann. Ich selber bin da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Des Weiteren, damit assoziiert ist, dass der Alltag, der unflexibel ist, in einer gewissen Ordnung verläuft. Beim Hund ist das klassische Beispiel, muss dreimal am Tag Gassi gehen. Vielleicht zweimal am Tag Gassi, einmal am Tag Gassi. Vielleicht gibt es einen Hund, der auch mit dem Katzenklo. Aber man hat auf jeden Fall eine gewisse Ordnung. Und diese Ordnung, an der kann man sich sehr gut orientieren. Und Menschen lieben Orientierung. Menschen lieben Formen. Menschen lieben fixe Dinge. Und wenn man diese in seinem Leben integriert hat und man in seinem Baukasten lebt, in seiner Wohnung, mit seinem Haustier, mit seiner monogamen Beziehung, mit seinem Kind, mit seinem Beruf, mit seinen bevorzugten Urlaubsorten, mit seiner Altersversicherung, dann ist das Leben gut. Man wundert sich mal, warum andere so total befreiend und grinsend durch die Welt laufen und man selber nicht dieses Hochgefühl hat. Aber dann sagt man einfach, hey, das ist halt so meine Persönlichkeit, ich kann da nicht ganz so und man hat ja da auch Verantwortung und alles möglich. So. Der Mensch liebt das. Der Mensch, wenn er das geschaffen hat, diese Ordnung, kommt da so gut wie nie wieder raus, wenn ihm nicht irgendwas passiert, wenn er nicht Glück hat, durch eine der drei größten Chancen des Lebens heimgesucht zu werden. Das heißt entweder Krankheit, Einsamkeit. Aber das Video, das wollte ich eigentlich gar nicht spoilern. Das kommt vielleicht noch. Oder vielleicht ist es ja noch, ist es ja schon gewesen. Dann verlinke ich euch das oben auch. Also wenn er nicht das große Glück hat, durch ja, die großen drei Chancen des Lebens in irgendeiner Weise aus dieser Ordnung herausgezogen zu werden, dann wird er in dieser Ordnung verbleiben. Und so ein Haustier ist halt ein ganz, ganz großer Punkt, der diese Ordnung schafft. Weil gerade bei einem Hund, das eine ja, unflexible, eine festen Tageszeiten oder festen Tagesbereichen ja, eine Tätigkeit nach sich zieht, die dann absolviert werden muss. So. Und wie gesagt, das kann das Gassigehen sein, das kann das Füttern gehen, das kann das, was auch immer so ein Tier dann eben benötigt, was man zu Hause domestiziert. Und der dritte Punkt ist auch wieder, damit zusammenhängt, die Flucht vor dem Ich. Weil
Wenn man sich um das Tier kümmert, wenn das Tier im Idealfall vielleicht irgendwie noch eine angeborene Schwäche hat oder man hat es aus dem Tierheim bekommen und das ist irgendwie psychisch gestört, dann ist es total schön, sich darauf zu fokussieren und das dann sozusagen ja, zu heilen und sich darum zu kümmern. Das Phänomen kennen wir auch, dass wir oftmals die Probleme von anderen gar nicht so schlecht finden, weil wir damit unsere eigenen Probleme gar nicht so intensiv empfinden. Aber es wäre viel wichtiger, wenn wir uns mit uns selber intensiver beschäftigen und nicht um andere Tiere, Menschen oder was auch immer, Ideologien, uns darum kümmern, sondern in uns gehen, uns Zeit nehmen, uns befreien von allen möglichen Dingen, die Orientierung bieten oder die uns in irgendeiner festen Struktur behalten wollen, sondern einfach unsere Energie mal fließen lassen, einfach mal komplett undogmatisch, einfach alles anzunehmen, was existiert, alles zu hinterfragen und zu schauen und aber auch nicht zu sehr im Gedanken zu verweilen, sondern halt dann auch zu schauen, ob der Körper dann einfach weiter schwingen will, ob der Körper einfach lächeln will, ob er traurig sein will. Einfach mal so ein bisschen flowen. Einfach mal zu schauen, wenn man all das weglässt, diese ganze Ordnung, diese ganze Orientierung, was passiert dann mit einem? Was ist man? Und das ist etwas anderes als das, was wir gelernt haben zu sein, was wir sind. Es würde so befreiend sein für die meisten Menschen zu erfahren, was sie sind, was sie wirklich sind. Begebt euch auf diese Reise, schafft euch kein Haustier an. Vegan-Dings-Video gibt es wie gesagt oben. Bis morgen, euer Christian. Guten Morgen!